Hallo und herzlich willkommen zurück zu Starfield. In der letzten Folge haben wir hier in der Höhle so ein Artefaktstück gefunden, was er erst nicht wollte. Er hat ein bisschen rumgezickt. Und im Endeffekt ging es dann doch. Ja, und das sollen wir dann jetzt mal zurückbringen. Wir können uns den Umweg auch sparen, aber... Ich war noch nie bei so einem zivilen Außenposten. Da wollte ich mir jetzt mal angucken, was das so ist. Glaube ich zumindest, dass ich da noch nicht war. Ich habe noch, also zumindest bewusst... Nicht angesteuert, noch keinen angesteuert, so. Und dann brauche ich den ganzen Kackweg aus der Mine nicht laufen. Oh, nice Planet. War da hinten nicht eben Wüste? Ah. Das ist auf. Oh, was bist du denn? Der Mineralgehalt dieser Erde ist ideal für den Anbau von Wurzelgemüse. Genehmigungsprotokoll aktiviert. Bitte verlassen Sie diesen Bereich. Okay. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Schrottplatz. Schauen wir mal hier. Hallo, ich bin Space Ranger und so. Wollte mal gucken kommen. Ah, das wäre ja schon so ein Fleckchen Erde für mich, ne? So ein Eis. Ah, komm, ich skill, okay. Oh. Also hier ist es bestimmt die Schleuse aufgrund der Kälte. Alien-Eintopf. Der liegt hier einfach so auf dem Boden. Ja. Was? Achso. So, geh deinen Weg, Fremdling. Mach ich. Und ich dachte schon, es kommt gar keine Hilfe mehr. Aber wer bist du? Eine Gruppe bewaffneter Banditen belästigt uns. Erst verursachen sie Chaos, dann gehen sie auf ihre Schiffe. Immer und immer wieder. Wir brauchen irgendjemanden mit einem Schiff. Kannst du uns helfen? Ich werde Ihnen mal die Meinung sagen, Gewalt kann sehr überzeugend sein. Unglaublich, dass wir dich hier treffen. Danke dir. Schicker Anzug. Constellation. Noch nie von dir gehört. Ich bin seit einigen Jahren hier. Kann mir nicht vorstellen, nach Gagarin zurückzukehren. Die leben hier zu viert in diesem einen Raum hier? Oder was? Da gibt es solche Nebenmissionen. Aber das ist alles. Das, also für sowas machen die so eine Markierung auf der Karte. Für einen so ein. Hoppala, das sieht aber von außen größer aus, ne? Wenn du etwas brauchst, sag Bescheid. Ich leite diesen Außen. Wir zählen auf dich. Dann erzähl mal, was ist das denn wir hier? Wir sind eine selbstständige Pharmagemeinschaft. Alles, was wir essen, stammt aus unserem eigenen kleinen Paradies. Das Land meint es gut mit uns. Es ist wie ein kleiner Garten Eden. Sieh dich gern um. Aber bitte rühr unsere Pflanzen nicht an. Sie sind alles, was uns hier am Leben hält. Wenn du Gelegenheitsjobs suchst, ist die Auftragsbörse drinnen ein guter Anfangspunkt. Da sind immer jede Menge Jobs zu finden. Wenn du uns hier helfen willst, tu mir den Gefallen und gib unseren Farmrobotern einen ordentlichen Tritt. Diese Uraltmodelle brauchen das hin und wieder. Zurück ans Werk. Was wächst denn hier? Spinat oder so ein Wintergewächs? Hat die hier die Terminals? Steuerkonsole? Was können wir denn da machen? Kopfgeldbescheinigungs was? Selbstbedienung. Okay, da kann man also sein Kopfgeld. Das klingt interessant. Machen wir mal, sonstige.
Was ist denn? Das klingt mal cool. 4 Tage, 23 Stunden. Füge die Artefakte der Sammlung hinzu. 10 Meter. Habe ich so weit weggeparkt? Nee, das war irgendwas anderes. Mal die richtige Waffe auswählen. Ach, später habe ich gesehen, kann man richtig boosten. Da kann man da richtig Strecke mitmachen. Boah, was ist das? Iridium. Das ist auch bestimmt nicht mein Schiff, oder? Soll ich jetzt mit ihrem Raumschiff dahin fliegen? Oh, sorry. Sorry. Dann machen wir mal auf die Ladefluke hier. Ah, vorne. Ja gut, das ist ein anderes Schiff, ist nicht meins. Oh, dann machen wir das einfach mal. Oder ist das doch meins? Oh. Ist meins. Die Siedler in ihrem Bord. Wenn ein Grafantrieb summt, da fühle ich mich lebendig. Siedler? Hätte ich doch nur was zu essen mitgebracht. Ja. Ja, kein Luxus leider hier, ne? Dann fliegen wir dich mal dahin, wo du hin willst. Oh, Taximission. Abheben beendet. Nein, ja, abheben beendet. Hat doch gerade erst angefangen. Gute Frage. Wo müssen die hin? Und zwar nach... Hier. Landen, bitte. Tja, Wochenende schon wieder vorbei. Es geht immer viel zu schnell, wem geht das noch so? Klar einmal. Das war's schon. Hier war ich schon mal, ne? Haben wir denn hier. Was haben wir denn? Was können wir denn noch machen? Ja, und jetzt? Moment. Ach, von da komme ich nicht ins Logbuch. Hattet ihr mal halt verkackt, ne? Kann ich auch nicht mehr markieren, ne? Komisch. Was haben wir da? Füge die Sammlung der... Ach ja. Füge das Artefakt der Sammlung hinzu. Ja, ja, ja. Scheint im Moment nichts Wichtigeres zu geben als das. Ach, dann machen wir das mal. Aber da kann man ja... Zack. Das war Alpha Centauri.
Und dann... Ja, Jameson. Die Lodge. Und dann sind wir direkt da. Finde ich gar nicht schlecht. Also man spart sich echt Zeit damit. Zeit ist ja heutzutage ein wertvolles Gut. In den meisten Fällen zumindest. Aber ich mag diese Hauptstadt nicht. Also irgendwie ist sie mir total... Weiß nicht. Nicht so mein Fall. Na, Digga. Mhm. Brauchst du was? Nö. Grad nicht. Perfekter Ort, um sich zu erholen und auf die nächste Mission vorzubereiten. Wir haben uns Sorgen gemacht. Ich bin neidisch auf euch zwei. War selber auf der Suche, aber kam mit leeren Händen zurück. Die Mütze von dir. Sie könnten überall sein. Eingeschlossen in einem Fels oder bei einem ahnungslosen Ramschhändler schlummernd. Abgewonnen. 3 Artefakte zu 0. Ist das ein Wettkampf? Von mir aus? Oh nein, fangt mir nicht so an. Wir sollen zusammenarbeiten, nicht rivalisieren. Etwas Rivalität hat noch nie geschadet. Sie spornt uns zu Bestleistungen an. Oder bringt nichts als Ärger. Ärger, der eine Brutstätte für Misstrauen ist. Wer bist du denn? Noelle hat recht. Tja, es gab schon den ein oder anderen Vorfall. Was meinst du? Etwas Konkurrenz schadet nicht, oder? Wir stimmen den Frauen zu. Bin ich hier der Böse? Wer hätte gedacht, dass ich mal auf Härte pochen würde? Du bist zu viel mit Walter zusammen, Matteo. Er verwandelt unseren Teddybär in einen Grizzly. Ich ergreife ungern Partei, aber ich bin Matteos Meinung. Konkurrenz sorgt dafür, dass Menschen sich bemühen, ihre Ziele zu erreichen. Wisst ihr was? Ich habe gerade gemerkt, dass ich die ganze Unterhaltung an mich gerissen habe. Es geht hier um dich und Andrea und den Sieg für die Gruppe. Ich bin sehr gern Teil einer Debatte. Es war gut, eure Meinungen zu hören. Aber es stimmt, was hat sie an? Dass wir gemeinsam etwas erreicht haben. Vielen Dank für die Hilfe. Geht klar. Finden wir heraus, was es da draußen noch so gibt. Noelle, die neuen Artefakte haben interessante Daten zu bieten. Sag dem Neuling, wir treffen uns auf der Station. Oh, dann... Danke. Aber das war nicht nötig. Wir hatten Erfolg. Was gibt es? Du musst mich nicht fragen, ob du fragen darfst. Frag einfach. Das war's wert. Welchen Ort in der besiedelten System magst du am liebsten? Du findest das vielleicht absurd, aber... Die Loge. Ich war noch nie zuvor von solch erstaunlichen Menschen umgeben. Anwesende eingeschlossen. Es gab schon lange keinen Ort mehr, der sich für mich wie ein... Zuhause hätte anfühlen können. Es gibt unzählige Welten da draußen. Doch dieses Gefühl ist selten und wertvoll. Hattest du je den Wunsch, Captain auf deinem eigenen Schiff zu sein? Wenn es nötig war, habe ich das durchaus schon getan. Doch ich bin nicht die beste Pilotin und setze meine Fähigkeiten lieber ein, wo es am sinnvollsten ist. Zuletzt an deiner Seite. Und das scheint mir recht gut zu funktionieren. Und was machst du so in deiner Freizeit? Das kann ich nicht beantworten. Ich war jahrelang nur darauf bedacht, unter extremen Umständen zu überleben. Freizeit hatte ich kaum. Und ich habe mich wohl darauf konditioniert, nicht darüber nachzudenken. Kampftraining macht mir durchaus Spaß. Doch das ist wohl kaum die Antwort, die du suchst. Du hast mir etwas zum Nachdenken gegeben. Vielen Dank. Komisch. Wenn du mehr wissen möchtest, ich bin hier. Ah, ja, wir sind fertig. Haben Sie heute neue Anweisungen für mich? Nö, habe ich nicht. So, was machen wir denn als nächstes? Sprich mit Wladimir. Wo oder wer ist Wladimir?
Ja. Wer ist denn das? Sprich mit Wladimir. Es wird immer suspekt, dass ihr länger Wunder spielt. Schieß los. Schauen wir mal, wo das hier uns hinführt. Da sprich mit Wladimir, ist da unten. Das habe ich nicht gedrückt. Oder habe ich wahrscheinlich schon, aber das wollte ich nicht drücken. So, mir stört die Aufnahme bei Discord. Da gucke ich jetzt nicht rein. Oh, ich bin so müde. Alles so anstrengend im Moment. Irgendwie. Raumhafen. New Atlantis Transit. Oh, es regnet, oder? Also es hört sich zumindest so an, aber ich sehe es nicht. Diese Statue gefällt mir. Ob sie wohl der ursprünglichen Vision des Künstlers entspricht? Oder hat er das Design? Warum sieht das denn so bescheuert aus? So, oder ist das so? Es ist so. Ich dachte gerade, was ist das denn? Wieso ist das so verpixelt? Natürlich sehen die United Colonies ganz genau zu. Gott bewahre, dass ihnen etwas entgehen könnte. Doch, es regnet. Ja, könnte man es gerade ein bisschen sehen. Da krieg ich richtig Bock, aber Lowe jetzt geil zu spielen. Immer wieder ein schöner Moment, zum Schiff zurückzukehren. Bla bla bla. So, das ist ja schön und gut, dass ich jetzt mit Wladimir sprechen soll. Vielleicht ist ja auch im Weltall. Guck, wir heben mal ab. Fluglaufbahn berechnet. Muss ja auch in der Hauptstory ein bisschen vorankommen. Deswegen schauen wir mal. Wir sind wieder im Orbit. Das ist gut. So, Karte. Map heißt Karte. Ist der auf das Auge? Kann das sein? Ja. Ich würde sagen, das ist das Auge. Das Auge. Das Auge ist für die Constellation immer offen. Also langsam läuft es besser, ne, mit der Steuerung und so. Solide angedockt. Gute Arbeit. Einmal aussteigen, bitte. Ah ja, dann ist er doch da. Oh, danke, dass ihr das aufgefüllt habt. Oh, hab ich jetzt einen Besen umgeworfen? Plat, alte Kante. Was geht? Da die Artefakte in der pechschwarzen See nun kein bloßer Schaum der Hoffnung mehr sind, habe ich ein Muster entdeckt. Die Graf-Anomalie von einem der Artefakte passt zu einer anderen, größeren auf einem Planeten. So gefällt mir das. Zeig mir die Richtung. In Ordnung. Ich übertrage die Daten. Aber bitte sei vorsichtig. Wir wissen nicht, worum es sich handelt oder warum es so groß ist. Ich grenze die Markierung ein, so gut es geht. Doch es gibt Interferenzen. Du musst das Gebiet also zu Fuß erkunden. Setz deinen Scanner ein. Keine Ahnung, was da ist. Halte die Augen offen.
Das klang jetzt aber sehr zusammengeschnitten. Also ich muss den gesamten Planeten absuchen? Nein, du musst einfach dem Scanner zum richtigen Ziel folgen. Könnte eine Weile dauern, aber so ist das nun mal mit der Forschung. Uah, etwas so Großes sollte doch eigentlich leicht zu finden sein. Du suchst nach dem Auge eines gewaltigen Sturms. Um die Quelle zu finden, braucht es viel Geduld. Begib dich zum Planeten Procyon 3. Kommst du jetzt mit? Ist ja nett. Du bist bei der UC Vanguard, oder? Die können von Glück reden, dass sie dich haben. Ja? Hey, brauchst du was? Nein. So, wir müssen nämlich erst abdocken, sonst geht Schnellreisen nicht. Dieses Schiff. Jo, wo soll der denn jetzt sein? Ist ja gar nicht so weit. Procyon A und dann Nummer 3. Schauen wir mal, was das für ein Planet ist. Ich habe wieder vergessen, den zu scannen. So viel, was man da im Kopf behalten muss, ne? So immer weiter. Alles zur Landung bereit. Ih, was sind das hier für Eier? Öffne deinen Handscanner F, um der Suche nach Verzerrungen in deinem Sichtfeld. Folge den Verzerrungen zur Quelle. Okay. Kein Raumanzug. Tetrafluorid. Guck mal da hinten, das sieht doch schon so abgespaced aus. Jetzt gehen wir einfach mal gucken, was das ist. Aber Verzerrungen sehe ich jetzt hier auf dem Scanner gerade nicht. Oder erkennt ihr da irgendwas? Einfach alles scannen, was man so auf dem Weg findet, solange es einen nicht angreift. Wieso sind die denn immer alle feindlich? Kupfer, Fluorid. Man kann die auch später irgendwie einfangen und zähmen. Ich habe gerade erst Sauerkraut gelesen. Und mal gucken, was man dann damit machen kann. Wenn man so ein Tier gescannt hat. Ich würde sagen, das muss ja wohl da sein. Sieht schon so abgespaced aus, ne? Mhm. Neues geophysikalisches Merkmal. Ah, ich hätte noch Sachen im Raumschiff lassen sollen, aber das war anscheinend nicht das, wonach ich gesucht habe hier. Komm her. Brauchst du etwas? Was hast du für mich? Nimm mal das. Das.
Okay. Aber was soll es denn für Verzerrungen geben? Ich hab gedacht, das hier wäre das. Ja. So 100% gescannt. Was bist du denn? Alter, nun stirbst du. Man darf nichts Nützliches zurücklassen. Alter, das war alles in diesem Vieh drin. Folge den Verzerrungen auf dem Scanner. Ja, wenn ich welche hätte, ne? Gehen wir nochmal zurück zum Schiff. Warte mal. Diese Richtung scheint schon mal gut sein. Das sind wahrscheinlich die Verzerrungen. Ich verstehe. Ja, man muss das erstmal gesehen haben, wie das überhaupt aussehen soll und so, ne? Damit man sich darunter was vorstellen kann, so Verzerrungen. Ich hätte gedacht, das wäre offensichtlicher. Stimmt da irgendwo. Ja, ja das das kommt gut hin. Versucht die Quelle der Anomalie, okay. Aber sonst ist hier nichts, was wir scannen können. Ich war gegen diesen Busch gelaufen da gerade. Ah doch, hier, guck mal. Was zeigt dein Scanner? Kupfer. Krasser Scheiß hier. Ah ja, da unten steht's wieder, ne? Temperatur minus 10, Sauerstoff 21%. So was andere. Schwerkraft 1,7. So erdähnlich, ne? Würde ich jetzt sagen. Nur ein bisschen kälter. Aber minus 10 haben wir ja auch. Habt jetzt hier so einen Jump'n'Run-Kram zu tragen? Boah, ich hoffe nicht. Ich hasse sowas, ne? Ich bin ja auch kein Freund von Mario-Spielen oder so. Jetzt soll doch irgendwie da reinkommen können. Regeneration. Ah, also ich darf also nicht in das Wasser. Ich dachte eben immer, was ist das für ein komisches Geräusch? Ne, hier komme ich auch nicht drüber. Oh, und es ist Zeit. Da laufen die einmal rum. In der Hoffnung.
man hier irgendwo einen Eingang findet. Nö. Das muss schon einen Eingang haben, oder muss ich da echt hochklettern? Dann nehmen wir den Weg da. Wenn wir da irgendwie drauf kommen. Oh, wie geht's deinen Gelenken? Frag nicht. Ja, kann man da irgendwie rein? Sterbe wie so ein Kernkraftwerk. Oh, was ist das? Ah ja. Tempeltür. Was ein Zufall. Und hier drin ist was Schwerelos. Oh. Ja, und wie das hier weitergeht, das siehst du in der nächsten Folge. Und was dann passiert, das siehst du in der nächsten Folge. Solltest du bis hierhin Spaß gehabt haben, danke ich dir fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn du mir dafür einen Daumen da lässt. Und willst du nicht verpassen, wie es hier weitergeht, dann schalt einfach beim nächsten Mal wieder rein. Und das kriegst du am besten mit, wenn du einfach ein Abo da lässt. Und ansonsten wünsche ich dir bis dahin einen schönen Tag und mach's gut.